liebe Freunde der großen kleinen Bahn. Ja, ich sitze schon wieder im Auto, aber heute gibt es kein Quassel-Video, heute gibt es was anderes. Ich hatte im letzten Jahr, das habe ich eben gerade aufgenommen, da habe ich von einem Video geredet, was ein bisschen Überraschung werden soll. Und heute ist es soweit. Das Überraschungsvideo. Ja, Idee hatte ich schon angedeutet, ist also, sagen wir mal, wie so eine Art Buchvorstellung. Aber ich will jetzt nicht in ein Buch blättern, sondern ich habe die Seiten abfotografiert und will sie nacheinander präsentieren. Ich hatte gesagt, die Idee ist von der Frau vom Erdbeerköpf, nicht nur, weil die zweite Idee war eine Diskussion in einer Facebook-Gruppe über einen Güterwagen, das ist ein Kolonialwagen. Wo es darum ging, gibt es den überhaupt, hat er mal ein Vorbild und dann hat er wirklich tatsächlich mal eine Zeichnung gepostet. Das Teil gibt es von Trix und ist quasi ein kombinierter O- und G-Wagen. Also ein Teil ist gedeckt, vorne und hinten sind so zwei Teile, wo man irgendwas reintun kann, was da kein Dach braucht. Ja, und da hatte ich so ein bisschen spekuliert, dass das eventuell vielleicht so eine Erfindung ist, wie es eben früher so war. Da wurde viel erfunden und auch viele sinnlose Sachen erfunden. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Nicht unbedingt nur über die sinnlosen Sachen, die erfunden wurden, sondern ich habe mich an ein Buch erinnert. Das heißt Jahrbuch der Erfindung. Kann man antiquarisch kaufen. Ja, die Gesamtausgabe hat irgendwie 200 irgendwas Euro. Wir haben die Bücher aus dem Müll. Irgendwann zu tiefsten DDR-Zeiten sind die irgendwo mal im Müll gelegen und wir haben sie daraus geklaut. Also nicht ich, ich war da noch relativ klein. Und da sind eben sozusagen in den Augen der damaligen Zeit die modernsten Erfindungen. Und wir beginnen heute mit dem Jahr 1901. Viel Spaß! Ja, innen drin sieht es dann so aus, das nennt man Jugendstil. Das ist eine, naja, Zeitepoche, also für jemanden, der zumindest ein paar Vorlesungen Kunstgeschichte gehabt hat, ist eine Kunst- und Architekturzeitepoche, die eben zu dieser Zeit des Erscheinen des Buches stattgefunden hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich hört da Kunst und Architektur schon fast auf. Wir werden dann nachher noch ein paar schöne, wunderschöne Beispiele sehen. Ja, zum Inhalt des Buches. Es ist also aufgeteilt in verschiedene Gebiete, also Verkehr, Eisenbahn, Straßenverkehr, Bauten und so weiter und so fort. Und da werden wir uns jetzt mal das heraussuchen, was für uns jetzt interessant ist. Ja, zuerst die Eisenbahn. Bei den Schnellzuglokomotiven und im Buch wurden, zumindest was die Dampfloks anging, hauptsächlich Schnellzuglokomotiven vorgestellt, herrschte in dieser Zeit also diese Bauform vor, wie wir sie hier haben, also sogenannte 2B-Maschinen, die vorne ein Drehgestell hatten mit zwei Laufachsen und dann zwei angetriebene Achsen. Das gab es in Deutschland auch, wie hier in Preußen mit der S3, der S5 Bahrhard de Glenn, der sächsischen 7 und der württembergischen AD. Die Bilder waren übrigens nicht aus dem Buch, sondern stammten jetzt von Wikipedia. Während wir hier eine der ersten Atlantik-Lokomotive sehen, das ist dann sozusagen die Weiterentwicklung. Hier kommt dann hinter den zwei Kuppelrädern noch eine weitere Laufachse hinzu. Die Bauart wurde
1894 in den USA entwickelt und die erste europäische hier zu sehen von der österreichischen Kaiser Ferdinands Nordbahn ist also ein Jahr später entstanden. Das Bild hier ist übrigens auch wieder von Wikipedia. Ja, eher ein Rückschritt war wahrscheinlich diese Lokomotive in der Achsfolge 2A1. Hier hat man also so ein riesengroßes Treibrad eingebaut, wahrscheinlich um hohe Geschwindigkeiten zu fahren, hatte aber nur Platz für eins, was sich natürlich wahrscheinlich beim Anfahren dann als nachteilig erwiesen hat und die Loks haben auch nicht lange überlebt. Der elektrische Betrieb steckte zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen. Hier eine Aufnahme der Baltimore-Ohio-Eisenbahn, die in Baltimore einen Tunnel in der Stadt hatte, in dem auch noch eine Steigung war. Und um dort die Rauchentwicklung nicht zu sehr anschwellen zu lassen, wurde dann die Strecke dort teilweise elektrifiziert und die E-Loks übernahmen da den Vorspann. Man beachte auch dieses, naja, exotische Design des Stromabnehmers. Ja, auch das war unter dem Begriff Elektrolok zu finden. Hat mich erstmal verblüfft, weil ich hier die Stromabnehmer gesucht habe. In Wirklichkeit ist es eine Dampflok, die einen Generator antreibt, der dann wiederum, also quasi ein dampfelektrischer Antrieb. Die Lok selber war nur, es gab also zwei Versuchsmuster, die allerdings die betreffende Bahn in Frankreich nicht übernommen hat. Er hat dann versucht, dieser Herr Heilmann, der die entwickelt hat, nach in die USA zu verkaufen. Die sind aber schon 1901 wieder verschrottet worden. Ja, und dann haben wir hier noch eine elektrische Grubenlokomotive, zu der ich jetzt hier keine weitere Information habe. Ja, solche Bilder wie hier von der Pariser Stadtbahn wurden damals gefeiert. Die finde ich also immer wieder in diesen Büchern. Das war ja auch so eine sehr technisch begeisterte Zeit. Übrigens für unsere Märklin-Fans, wenn ihr da ein bisschen genauer hinguckt, ihr werdet da einen Mittelleiter entdecken. Ja, es gab aber verschiedene konkurrierende Konzepte im Nahverkehr. Hier zum Beispiel das Konzept der Hochbahn, wie es sich ja in Wuppertal dann letztendlich, wie es also in Wuppertal umgesetzt wurde. Aber es gab auch in anderen Städten Pläne, so etwas zu bauen. Hier unter anderem in Berlin, wo man die Bahn eingezeichnet hat in der Straße unter den Linden. Ja, und hier eine ähnliche Zeichnung, so hätte es dann möglicherweise in der Potsdamer Straße ausgesehen. Für Berlin gibt es dann noch einen Artikel von der BZ aus dem Jahr 2017, wo also ein Bild drin war, dass man tatsächlich da mal ein Stück gebaut hat, sich dann in Berlin aber für was anderes entschieden hat. Ähnliche Pläne gab es auch für Hamburg, auch dort hat man sich dann letztendlich anders entschieden und diese Schwebebahn nicht gebaut. Ja, es gab noch viel verrücktere Konzepte wie das hier einer Einschienenbahn. Der Vorteil dieser Einschienenbahn ist, dass wir hier also besser über unwegsames Gelände kommen. Man muss also nicht dann immer die zweite Schiene ausgleichen. Nachteil ist natürlich, wenn dann Leute dort in den Personenwagen einsteigen, müssen die dann immer gleichmäßig verteilt werden. Und es wurde auch berichtet, wenn man eine Kuh transportieren wollte, musste man dann noch zwei Kälber mitnehmen, die man auf dem Rückweg dann in dem Güterwagen einmal links und rechts verteilt hat. Die Bahn ist 1888 eröffnet worden und 1924 wieder eingestellt worden, ohne dass sie je einen größeren Gewinn abgeworfen hätte. Das, was wir hier sehen, ist quasi so eine Art Museumsbahn. Die Lok ist ein Nachbau, allerdings mit dem Dieselmotor und nicht mehr mit Dampf. Ja, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, wollte ich es auch nicht glauben. Das ist eine Hochbahn in Boston, auch aus dem 19. Jahrhundert. Und die ist also tatsächlich gebaut worden. Es gab da eine Teststrecke und allerdings gab es da einen Brand und man hat auch Brandstiftung angenommen und da sind die Fahrzeuge vernichtet worden und daraufhin hat man das Projekt eingestellt. Das zweite Bild ist wieder von Wikipedia.
Ja, und hier haben wir noch so eine Art Einschienenbahn, und zwar eine Treidellokomotive. Treideln war ja das Ziehen von Schiffen auf Kanälen, was früher mit Muskelkraft, Tieren und dann später eben auch mit Lokomotiven erfolgte. Ja, auch das ist so eine Art Hochbahn, ob das hier so eine Art Draisine sein soll und eigentlich andere Fahrzeuge dort verkehren oder ob das jetzt hier der Verkehr auf der Strecke sein soll, das entzieht sich hier meiner Kenntnis. Ein weiteres Verkehrskonzept ist dann die sogenannte Stufenbahn. Hier die Berliner Stufenbahn. Ja, was ist eine Stufenbahn? Das ist, muss man sich vorstellen, wie so eine Art Förderband für Menschen. Ne, man stellt sich da drauf und es gibt dann so verschiedene Stufen und jede ist in einer anderen Geschwindigkeit, sodass ich, umso höher ich steige, dann immer schneller werde. Kommen wir von der Schiene auf die Straße. Hier gab es also auch Konzepte, die sozusagen von der Schiene inspiriert waren. Ich habe also eine Straßenlok und hänge dort ganz viele Wagen an. Oder baue so eine Straßenlok, auch die mit Dampf angetrieben, eben für spezielle Aufgaben. Die hier hat zum Beispiel einen Hebekran. Ja, und auch das Elektroauto ist keine Erfindung unserer heutigen Zeit. Hier haben wir einen elektrischen Omnibus von Siemens in Halske, der also wahrscheinlich mit Batterien fuhr. Und selbst wenn wir heute über Autobahnabschnitte diskutieren, wo also LKWs mit Oberleitungsbetrieb fahren sollen, auch das ist nicht neu, auch das hat es schon gegeben. Autos gab es natürlich auch mit Verbrennungsmotor, die da allerdings damals häufig aussahen wie Kutschen und wo man davon ausgegangen ist, dass irgendein Chauffeur das Auto bewegt und sich die Herrschaft dann auf den bequemen Rücksitz setzt. Oder hier eine frühe Form des Taxis, wo der Fahrer hinten, also oben hinten sitzt und das Taxi einen Fronteinstieg hat. Ja, und dann mussten Autos nicht unbedingt vier Räder haben. Es gab also auch dreirädrige Autos. Das hat sich auch noch eine ganze Weile gehalten, weil es ein bisschen preiswerter war. Und in der Übersicht sieht man dann so auch mal die eine oder andere Firma, wie hier Peugeot, die es also heute immer noch gibt. Interessant auch dieser offene Lieferwagen, den wir hier links unten haben. Ja, die verschiedenen Antriebsformen waren, sagen wir mal, gemischt. Man hatte sich noch nicht so hundertprozentig festgelegt. Wie hier haben wir ja auch einen Dampfomnibus, also der untere. Ja, und dann gibt es so Erfindungen, die dann so ein bisschen merkwürdig anmuten, wie dieses Tandemfahrrad, wo man also nebeneinander sitzt. Also wie die das Gleichgewicht gehalten haben, das ist mir ein bisschen rätselhaft. Ja, und damals waren Dreiräder wahrscheinlich nicht nur was für Kinder. Also hier gab es also auch ein Riesendreirad, für was auch immer das vorgesehen war. Kommen wir zur Schifffahrt. Hier haben wir also einen schönen Vergleich. Das größte deutsche damalige Passagierschiff, Kaiser Wilhelm der Große, im Vergleich mit diversen Gebäuden. Das Schiff hatte über 14.000 Bruttoregistertonnen und war wie alle dieser Schiffe der damaligen Zeit wichtig für den Verkehr auf der Welt. Es gab ja noch keine Flugzeuge. 1899 kam dann die RMS Oceanic, wurde dann mit 17.000 Bruttoregistertonnen das größte Schiff. Zum Vergleich, die Titanic hatte dann 45.000 Bruttoregistertonnen, ist allerdings etwas jünger und ich weiß nicht, ob ich da das passende Buch da habe. Hier auch wieder ein sehr schöner Vergleich. Nochmal zurück zum sogenannten Jugendstil. Hier haben wir den Saal eines modernen Mississippi-Dampfers. Ich nehme mal an, dass das auch nicht für alle Klassen war. Auch in der Seefahrt gab es also, sagen wir mal, eher abstruse Konstruktionen, wie hier zum Beispiel dieses Rollschiff, wo man sich erhofft hatte, dass man da sehr viel Energie spart, was allerdings dann nicht eingetreten ist. Von der Seefahrt in die Luft. Flugzeuge, hatte ich gerade gesagt, gab es noch nicht. Das Fliegen stand noch sehr am Anfang, wobei es zwei Konzepte gab. Einmal schwerer als Luft, das sehen wir hier, und dann leichter als Luft, dazu kommen wir gleich. Bei dem Prinzip schwerer als Luft waren wir zu dieser Zeit immer noch bei Lilienthal, da ja 1896 bei seinen Versuchen leider den Tod gefunden hat, aber eben sehr wichtige Grundlagen geschaffen hat,
die eben später zu diesem Prinzip Schwerer als Luft eben geführt haben, nachdem jedes Flugzeug heute unterwegs ist. Das Prinzip leichter als Luft war zu dieser Zeit nicht neu. Ballons einmal mit warmer Luft, also als Heißluftballon oder als mit Wasserstoff gefüllt, gab es also schon viel früher. Das Problem zu dieser Zeit, was man lösen wollte, war eben die Ballons zu steuern. Und auch da gab es teilweise sehr eigentümliche Ansätze, wie das hier zum Beispiel. Da habe ich allerdings leider nichts weiter dazu gefunden. Man hat also in dieser Zeit sehr viel rumexperimentiert. Und diese Experimente waren also zum Teil auch von, oder häufig von Pleiten, Pech und Pannen begleitet. Interessant auch dieses Konzept, was hier so eine Art Luftfahrer darstellt. Ja, und dann war sozusagen die Zukunft war quasi schon vorgezeichnet, indem auch Graf Zeppelin sich versucht hat im Luftschiffbau. Die Ergebnisse kennen wir ja eigentlich. Dann gibt es das Kapitel Bauwerke. Hier zum Beispiel zwei Brücken mit den Stromstellen des Niagara. Und hier wurde zu dieser Hängebrücke noch eine Stahlträgerbrücke erbaut. Ja, zu den berühmten Bauwerken gehören auch Tunnel, wo diverse Projekte angefangen wurden, wie hier zum Beispiel der Simplon-Tunnel, der also heute die Schweiz mit Italien verbindet. Die Bedingungen beim Bau sind natürlich aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Ja, und selbst in Berlin wurde Tunnel gebaut, nämlich hier der Spreetunnel. Ja, und dann gab es noch ein ganz berühmtes Tunnelprojekt, was ewig diskutiert wurde, was auch schon angefangen wurde zu bauen, aber sich eben immer wieder zerschlagen hat, häufig auch aus politischen Gründen und erst in unserer Zeit vollendet wurde. Der Tunnel durch den Kanal zwischen England und Frankreich. Hier auch ein Bild von einem anderen berühmten Bau der damaligen Zeit, nämlich dem Bau des Panama-Kanals. Ja, und dann war da noch was, wo Europa mit Verwunderung und Respekt auf Amerika geblickt hat, als dort die ersten Wolkenkratzer entstanden sind. Dort wurden auch neue Bauweisen ausprobiert, wie hier zum Beispiel der Gebäudebau mit einem Stahlskelett im Inneren. In Europa wurde auch gebaut. Hier zum Beispiel im Jahr 1900 die Pariser Weltausstellung, von der ja bis zum heutigen Tag quasi der Eiffelturm übrig geblieben ist. Und hier sind wir wieder beim Jugendstil, wie wir hier sozusagen beim Eingangspavillon sehen, der also sozusagen die Gäste in die Weltausstellung eingelassen hat. Den gleichen Baustil haben wir hier im Elektrizitätsgebäude der Ausstellung. Auf so einer Weltausstellung hat sich ja jedes Land präsentiert, also nicht jedes Land, aber viele Länder. Das hier ist der deutsche Beitrag, das deutsche Haus auf der Pariser Weltausstellung. Und auch Österreich hat ein Repräsentationshaus auf dieser Ausstellung. Es wurde hier scheinbar keine Kosten und Mühen gescheut, wie hier zum Beispiel bei den Mare-Orama, wo man wahrscheinlich versucht hat, sozusagen mit dem Schiff sich aufs Meer zu begeben. Ich nehme mal an, dass das ringsrum ein Panorama war. Das wäre dann der Schweizer Beitrag. Ich nehme auch an, dass das hier ein Panorama war, denn ich glaube ja nicht, dass sie dort mitten in Paris irgendwelche Berge aufgeschüttet haben. Und dann kommen wir zu dem Bereich Sonstiges. Hier sind also meistens irgendwelche Industriebauten, wie hat zum Beispiel die Krupp'sche Gussstahlfabrik in das Buch geschafft. Auch ein Kran oder eine Anlage zum Löschen von Trankohlenschiffen hat es also hier in das Buch geschafft. Das ist vielleicht auch mal eine Idee zum Nachbarn, falls jemand ein Hafenthema hat. Unter Sonstiges fällt auch dieser Müllschmelzofen, wahrscheinlich der Urvater unserer heutigen Müllverbrennungsanlagen, der hier wahrscheinlich für Berlin vorgesehen war.
Ja, und New York hat hier eine Schneeschmelzmaschine, wo man den Schnee schmelzen lässt durch Hitze und dann das Wasser einfach auf die Straße kippt. Ich vermute mal, dass sich diese Erfindung nicht so richtig durchgesetzt hat. Ein wichtiges Thema in der damaligen Zeit war die sogenannte drahtlose Telegrafie. Das ist das, was wir heute unter Funk kennen. Da hatte ein gewisser Marconi dann sozusagen die Grundsteine für die Erfindung gelegt und hatte dann für ein paar Jahre quasi das Weltmonopol und hat auch die Grundlage geschaffen, wieso die Titanic 1912 dann überhaupt funken konnte und um Hilfe rufen konnte. Relativ neu war auch die kabelgebundene Telefonie. Hier haben wir also eine Vermittlungsstation in Wien, nicht die einzige, aber eine davon. Und hier eine Telefonistin in der Mode der damaligen Zeit. Zum Schluss haben wir hier noch einen Zugzielanzeiger, der jetzt nicht anzeigt, um welche Uhrzeit der Zug XYZ abfährt, sondern hier, wie viele Minuten Zeit ich jetzt für welchen Zug noch habe. Na, ich habe meine Uhr ist ja auch integriert, aber das ist natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen eine Besonderheit. Das Gerät hat auf einem der Bahnhöfe in Wien gestanden. Ja, und da sehen wir am Ende unseres Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat euch auch das Format gefallen, so wie ich es jetzt gebracht habe. Es war ja mal was Neues. Und schauen wir mal, ob wir das fortsetzen. Also wenn es euch gefällt, dann würde ich da gerne noch eine Fortsetzung machen. Und ja, wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht was draus.